Hallihallo, hier ist René, alles Willisso und jetzt live sind wir dabei beim Cuphead Race zwischen Orange Puddings und Red Sonja. Gab gerade ein paar technische Schwierigkeiten meinerseits, aber die sind alle geklärt, deswegen perfektes Timing eigentlich, dass wir auch hier mit dem Rennen starten. Zum ersten Mal hier bei Speed Gaming Deutsch kann ich euch Cuphead sehr gerne präsentieren. Wir spielen nämlich die Kategorie All Bosses, dabei geht es darum, alle Bosse diesen Spiel schnellstmöglich zu starten. Anfang an mit The Root Pack, dem Gemüse, bis hin zum Devil. Spielen damals auf der Schwierigkeitsgrad Regular, das heißt auf der zweiten. Die Bosse haben soweit alle Phasen, mittleres Leben und sind auf jeden Fall schon eine gute Herausforderung. Und auf Legacy, das heißt alle Glitches sind erlaubt. Wir spielen auf der Ursprungsfassung, alle Tricks sind möglich. Und wie ihr schon vielleicht seht, könnt ihr euch vielleicht die Frage stellen, warum gehen wir in ein Run-and-Gun-Level, wenn wir alle Bosse spielen? Das liegt einfach daran, weil wir einen kleinen Umweg machen. Wir versuchen, Red Sonja hier leider mit dem ersten Tod. Hat nicht ganz geklappt. Orange Ponings auf der anderen Seite, nimmt aber auch, wollte sicher gehen mit dem einen Leben und sich nicht von der kleinen Piranha-Pflanze treffen lassen. Und da war der kleine Pilz, der ihn an den Rücken geschossen hat. Echt ärgerlich. Damit also Red Sonja hier mit dem kleinen Startvorteil. Und gucken wir mal. Bis jetzt sieht es gut aus. Drei Leben. Good to go. Genau, aber wo ich hier nochmal eingehen wollte, weil ich möchte die Möglichkeit einfach nutzen, Cuphead hier nochmal voll zu erklären, warum wir diese Kategorie run oder wie wir sie run, wie wir uns entscheiden. Und wir wollen auf jeden Fall das Run-and-Gun-Level mitnehmen, um die 5 Münzen, die in diesem Level versteckt sind, mitzusammeln. Da wir in Kombination mit den ersten dreien vom Apfel 8 Münzen haben und damit die Möglichkeiten schon mal 2 Waffen zu kaufen. Also jede Waffe für Münzen zusammen. Und wir sehen auf jeden Fall hier, beide Runner sind hier durch. Orange Ponings endgültig mit der schnelleren Zeit, eine 42 Map, aber ist natürlich ein bisschen schwer. Später gestorben. Meistens sind da einfach viel mehr Zeit. Deswegen, jetzt endlich können wir auch mit den eigentlichen Runnern wirklich starten, die Bosse zu besiegen. Einige fragen sich vielleicht, warum wollen wir 2 Waffen haben und warum genau diese beiden? Das Interessante an Legacy ist, dass der Weapon-Switch-Glitch möglich ist. Das heißt, nicht nur, sag ich mal, dass wir beide Waffen in relativ konstanten Abstand nutzen können, sondern wir können die halt wirklich volles Potenzial ausschlagen. Denn das Interessante am Weapon-Switch-Glitch ist, einzeln, wenn man die Waffen benutzen würde und einfach Schusstaste gedrückt hätte, schießen sie relativ langsam. Man kann aber, wenn man jetzt die Taste zum Waffenwechsel spammt, wie man halt links bei beiden Kandidaten sehen kann, einfach beide Waffen gleichzeitig feuern. Da eine Waffe ist im Cooldown, beziehungsweise die Feuerrate, benutzt man einfach dann die andere. Und damit natürlich die Geschwindigkeit, die man in diesem Spiel aufnimmt, deutlich erhöht. Wir sind jetzt beide hier mit einem relativ soliden Rootpack, haben jetzt nicht die schnellsten Tricks benutzt. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, was vor einigen Wochen sogar gefunden wurde, bei den Lobber, zur Erklärung, es gibt einmal die Roundabout-Waffe, das ist diese türkise, sichelförmige, die nach vorne geschossen wird und dann irgendwann wieder zurückkommt, und den Lobber. Der Lobber ist wie so eine kleine Granate, ist dieser pinke Ball, oder lilane Ball, der so ein bisschen auf den Boden hüpft und dann gegen er tritt. Und man hat bei dem Spiel die Möglichkeit, halt Karten zu sammeln, indem man Schaden macht, oder die pinken Gegenstände pariert, indem man halt X macht. X ist eine stärkere Variante. Und bei dem Lobber ist es sogar lustigerweise so, wenn man nicht direkt mit dem Ball trifft, sondern nur mit der Rauchwolke, macht man doppelten Schaden. Nutzen auf jeden Fall beide hier an der Stelle nicht, gehen es auf jeden Fall sicher an, weil es auch gute Positionierung benötigt. Man muss wissen genau, wie der Boss, wie man sich da hinzustellen hat, um genau die Pixel treffen zu können. Wir sehen jetzt hier, Red Sonja hat es leider nicht geschafft, zweite Phase zu skippen. Orange Puddings auf der anderen Seite schon. Das heißt, Red Sonja musste eine ganze Attacke mehr nehmen, was sie ungefähr jetzt schon mal so 9 Sekunden geschadet hat. Orange Puddings mit einem sehr schönen Setup schießt hier die Roundabouts auf die linken Seite und jetzt habt ihr es gesehen. Der Lobber auf eine kleine Distanz und mit den Rauchwolken, sag ich mal, den doppelten Schaden auf. Sonja auf der anderen Seite spielt hier auf jeden Fall das ganze Ding ziemlich sicher runter. Er kassiert jetzt einen Treffer, aber das ist wirklich kein Problem. Schöner Fight. 45 hier von Orange Puddings. Red Sonja wahrscheinlich mit einer, über 50 hätte ich geraten, fast sogar eine Minute. Natürlich ein ziemlich großer Zeitverlust an der Stelle. Aber damit Orange Puddings
hier erstmal die Führung erkämpft. Trotzdem ist alles möglich. Weitestgehend sollte ich vielleicht noch darauf eingehen, dass das Spiel oder das Rennen nicht in Realtime abgenommen wird, weil es einfach ziemlich inkonstant geht, angeht, was die Ladezeit mit. Also gerade den Unterschied zwischen HDD, SSD, wie gut ist der Prozessor, kann da große Unterschiede zwischen den Ladezeiten machen. Und deswegen benutzt man hier ganz normal den Autosplitter, der über Livesplit möglich ist, um halt die reine Gamezeit aufzunehmen. Weiter geht's auf jeden Fall zum dritten Boss, Guppy. Guppy ist ein relativer Boss, der, ja, relativ simpel. Also hier gibt's keine großen Tricks, bis auf den Weapon Switch, den man vorführt. Er versucht natürlich hier die ganzen Projektile zu treffen. Wir sind Orange Pollux mit einer 42, ist auf jeden Fall eine gute Zeit. 22, 21 sind da so wie Jobzeiten, aber auch Redstone mit einer 24, also einwandfrei. Also hier ist wirklich das Wichtigste dabei, dass man alle Projektile trifft, weil dadurch, dass er halt relativ unregelmäßig hin und her springt, ja, Pausen macht, die zufällig sind, ist es da immer schwer abzuschwingen. Ja, gehe ich jetzt hinterher, springe ich nochmal. Aber haben sie beide gut gemacht. Gehen in das Tutorial-Level vom Flugzeug, aber auch sofort wieder raus. Ah, kleine Schwachstelligkeiten. Und starten dann auf Orange Ponings Seite mit Hilda. Hilda ist einer auch der interessanten Bossen, da wir hier den nächsten Glitch sehen könnten. Und zwar den sogenannten Face-Glitch, zu Deutsch natürlich den Phasen-Glitch. Die Bosse sind ja in mehrere Phasen aufgebaut, haben 2, 3, manche sogar 5 Phasen. Diese, immer wenn sie Leben verlieren, natürlich dann verwandeln in die nächste gehen. Das Besondere bei Hilda ist, dass man einen sogenannten Phasenglitch macht. Das heißt, man versucht so viel Schaden zu machen, dass man eine ganze Phase überspringt, also in dieser Zeit der Transition, in der Verwandlung. Und wenn man das geschafft hat, kann man sie in der nächsten Phase komplett stillhalten. Das heißt, sie kann nicht mehr angreifen und Orange Pollux hat sie wunderbar gezeigt. Genau das ist der Phasenglitch. Bleibt jetzt an der Stelle stehen, kann nicht, also sag mal, sie greift nicht mehr an, bewegt sich nicht mehr weiter, kann aber weiterhin Schaden nehmen. Und das Schöne ist hier dabei, sie verwandelt sich nicht mehr in die letzte Phase. Denn normalerweise, wenn ihr jetzt den Boss weitermachen würdet, würde sie so eine kleine Animation abspielen und in der kann sie keinen Schaden nehmen. Und das ist ja auf jeden Fall jetzt ein richtig schöner Save, ungefähr 10-12 Sekunden, einfach weil man diesen Phasen nicht rauskommt. Mit Sonne auf der anderen Seite hat es ein bisschen schwieriger und jetzt sehen wir genau diese Verwandlung nicht mehr. Hier, wo sie ein bisschen rumschreit, sich verwandelt, kann man keinen Schaden nehmen. Deswegen Orange Pollux sehr, sehr schön mit einer Minute 2, nicht ganz eine Minute geknackt. Ich nehme an, Red Sonja wird wahrscheinlich bei der 1.15 landen. Wir gucken mal auf jeden Fall, was ankommt. Aber sehr gut gemacht. Das ist genau der Phasenglitch. Das Schwierigste aber bei Hilda, um genau einzugehen, man darf nicht zu viel schwören. Sie ist der einzige Boss, wo man selbst, wenn man in der Nacht viel Schaden macht, leider dann doch weitergeht. Also man hat wirklich Fenster von vielleicht 12, 15 Schaden. Das sind ein paar Minigun-Schüsse. Von daher, wunderbare Arbeit. Orange Pollux auf der anderen Seite ist jetzt hier schon bei Cagney Carnation gekommen. Wenn man hier die Musik gleich hören würde, ich kann euch garantieren, auf jeden Fall ein Fest zum Abtanzen, denn es ist einfach der beste Soundtrack in diesem Spiel. Was ist hierbei zu beachten? Hier muss man wirklich darauf achten, dass wenn man die Axis benutzt und dann springen möchte, dass man sich von den Samen, die oben von der Decke kommen, sich nicht allzu häufig treffen lässt. Und ansonsten auch hier natürlich Potenzial möglich nennt, jedes einzelne Projektil treffen. Also so wenig wie möglich verfehlen, um da einfach natürlich schnell den Boss zu machen. Weapon Switch Glitch ist hier auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Und ihr seht es, also man muss halt nur die Feuerwaffe gedrückt halten und dann wie in alter Mario Party Manier, sag ich mal, die Tasten smashen, so schnell wie möglich hauen, um natürlich dann das volle Potenzial rauszuholen. Orange Pollux, hier sehr, sehr schön, hat dann damit schon Isle 1 beendet. Mit einer 8 Minuten Zeit in-game. Als Vergleich zum Beispiel, so im Durchschnitt, denke ich mal, kriegt man so die 7 Minuten 10 hin. Sehr, sehr gute Runner sind auf jeden Fall da schon mal unter der 7 Minuten Marke, damit ihr ungefähr im Vergleich habt, wo wir uns gerade befinden. Aber das Schwierige ist natürlich, wir sind hier gerade in einem Rennen. Und im Rennen ist es halt nochmal schwieriger, man ist unter Druck, man möchte den Punkt holen. Und für beide geht es hier gerade um einiges. Orange Pollux muss hier versuchen, auf jeden Fall den Punkt zu holen. Ansonsten hat er da Schwierigkeiten, vielleicht sogar noch in das Hauptturnier reinzukommen. Bei Red Sonja geht es dann auch nochmal natürlich die Möglichkeit, um überhaupt ins Hauptturnier zu kommen, weil sie gerade noch nicht ein Match leider erholen kann. Zu Baroness ist zu sagen, sie beginnt aus zwei Phasen. In der ersten Phase muss man
zufällige drei Minibosse besiegen. Und Orange Bronx hat es auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht, hat ihnen nicht mehr die Möglichkeit gegeben, mit ihrem Schloss sich vorzubringen. Deswegen, wunderguter Fight, 35 Sekunden, sehr gut. Und auf jeden Fall an der Stelle nochmal, wie es bei Red Sonja weitergeht. Schießen auch hier wieder die Roundabouts und beide auf jeden Fall mit dem Muffin in der ersten Phase. Ist ja ein bisschen ärgerlich, weil er ziemlich viel Zeit kosten kann, gerade durch das Hin- und Herspringen. Und hier natürlich wieder das Potenzial gegeben, man trifft nicht jeden Schuss. Als nächstes kommt der kleine Korn. Ist eigentlich einer der besten Bosse, da man hier gut Potenzial hat, ihn durchgehend zu treffen. Und zum Schluss auch die Waffel. Also eigentlich sind es so die schnellsten Bosse, die man haben kann. Es gibt noch einmal diesen Kaugummi-Automaten und diesen Leckball, den man hat. Da ist aber das Problem, dass die Todeszeit ziemlich lang ist. Springen wir rüber zu Orange Puddings, denn der ist in unserem zweiten Airplane-Level und hat sich auch zwischendurch die Bombe noch. Das Besondere an der Bombe ist hierbei, dass man nicht mehr jetzt, um das volle Schaden rauszuholen, die Waffe dauerhaft wechselt, sondern man muss es in einem bestimmten Rhythmus machen. Der dauert ein bisschen, weil das Problem ist, wenn man den zu schnell macht, verliert man einige Bomben, hat dadurch natürlich Schadenverlust. Wenn man es natürlich zu langsam macht, ist hier dann auch wieder ein bisschen verloren. Aber Orange Point hier sehr, sehr schön dabei, hat auch einmal Start gedrückt, einmal Pause, um die Animation ein bisschen zu vervollständigen. Die Raketen, die man nutzt. Also ich sehe auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit von Orange Ponings. War nicht ganz die 40 Sekunden Marke geknackt, aber trotzdem sehr, sehr solide. Guter Fight. Red Sonja natürlich auch auf der gleichen Stelle mit dabei. Der Rapid Switch Glitch. Geht's ja mal ein bisschen vorsichtiger, will sich da wirklich in der ersten Phase nicht treffen lassen. Verständlich, weil man gerade halt vielleicht in der dritten Phase, denn in der letzten Phase mit mehr Leben ein bisschen was Dark. Orange Ponings. Wir sind jetzt hier bei Jimmy the Great, dem dritten Airplane-Level. Auch hier natürlich wollen wir das volle Potenzial des Weapons-Switch benutzen. Und wir sehen hier vielleicht, er befindet sich auf der linken Seite und schießt die Raketen auf den Boden. Hier ist das Besondere auch bei Legends, dass manche Bosse Hitboxen haben, die außerhalb des... Und er kann weiterhin durchgehend schaden. Denn warum auch immer haben die Entwickler da unten halt den Jimmy nochmal hingepackt, mit Hitbox und allem möglichen, was dazugehört. Deswegen natürlich auch hier das Potenzial nutzen. Auch ein bisschen auf Distanz bleiben, ein bisschen Sicherheit bewahren und natürlich die Raketen dann halt benutzen, Schaden zu bekommen. Hat ja auch die Transition sehr schön genutzt. Bleibt hier auf der linken Seite, wird jetzt gleich eine Rakete feuern. Und jetzt hat er auch hier den nächsten Boss mit dem Phasenglitch erwischt. Normalerweise würde er sich jetzt noch in eine Marionette, nochmal in den Jimmy verwandeln, in den Genie und zum Schluss nochmal in den großen Genie. Dadurch, dass wir aber diesen Phasenglitch hier vervollständigt haben, bleibt er wieder in der Phase stecken und wir können guten Schaden machen. Das Schwierige ist aber hierbei, diesen Geistern zu dodgen. Weil diese kommen komplett zufällig aus dem Sarg raus. Es sind schnelle, langsame mit dabei. Man weiß, also man kann nicht voran, ob sie oben oder unten spawnen. Und man hat gesehen, er ist mit drei Leben zu dieser Phase gekommen, was man meistens versuchen möchte. Aber dadurch, dass die Geister ihn so kamen, haben sie das Leben schwer gemacht. Er musste sich ein bisschen zurückziehen. Und auch hier 2-3 Sekunden an Zeit verloren, einfach weil er nicht mehr mit den ganzen Raketen optimal treffen konnte. Trotzdem aber noch, sage ich mal, in der 58er Zeit gar nicht mal so schön. Wir bleiben mal weiter bei Orange Ponings und der rennt uns hier gerade von Red Sonja davon. Hier sind wir gerade bei Babby, den Clown, der dritte Boss in der Reihe, wo wir den Phasen bilden können. Das Besondere ist bei dem Setup, dass man am Anfang nicht zu viel Schaden machen möchte. Dadurch, dass aber Orange Ponings sehr gute Zeiten hatte, war es hier kein Problem. Geht dann auf die linke Seite, um auch hier wieder eine Hitbox zu treffen. Sehr, sehr schöne Art. Und Babby der Clown bleibt jetzt einfach in dieser Phase stecken, wird sich nicht mehr ins Karussell verwandeln oder in die weiteren Phasen. Wird man natürlich einfach Zeit sparen. Deswegen gut ausgeführt ist, muss man sagen, Babby, würde ich sagen, so einer der sichersten Facelift, die man hier bekommen kann. Und Sonja auf der anderen Seite hat es leider nicht geschafft, den Phasenglitch bei Jimmy zu bekommen. Und jetzt sieht man natürlich, was hier einfach die Schwierigkeit ist. Kann teilweise in den Transitions zwischen den Phasen keinen Schaden machen, weil er nicht da ist, weil er unverwundbar ist. Und das kostet leider sehr, sehr viel Zeit. Orange Ponings ansonsten hier mit einer 33 gerade bei Weppe den Clown. Ich glaube, da befinden wir uns beste Zeit 29 Sekunden, also 4 Sekunden weit weg. Gar nicht mal so schlecht. Und begibt sich jetzt auch schon zu Grimmy Matchstick, den ich nehme mal an, wahrscheinlich unter den normalen Spielern auch bei mir der schwierigste Boss beim ersten Mal. Was
Dream Matchstick hier, Matchstick ein Problem bereitet hat bei jedem. Das war echt gemein. Man hat keinen Boden mehr, muss auf den Wolken achten, auf den Projektilen. Aber Orange Products hat jetzt ja auch ein bisschen Probleme, verliert zwei Leben in der ersten Phase. Ist auf jeden Fall einmal der nächste Boss und auch der letzte Boss, wo noch der Phasenglitch möglich ist, hat ihn an der Stelle nicht geschafft und versucht natürlich die zweite Phase solide durchzuspielen. Doch hier das Besondere an der Legacy-Version, also in einem alten Patch, die Hitbox hinter dem Boss ist nicht vorhanden. Deswegen man sich da ohne große Probleme dahinter stellt, natürlich dann schön weiter vollballert. Als dann ja auf der anderen Weise, habe ich leider nicht gesehen, wie Zeit jetzt abgeschlossen war bei Jimmy the Great. Ich glaube, es war eine 8 bei Orange Ponings. Sonja auf jeden Fall mit dem Face Glitch hat leider die Hitbox, die auf der linken Seite ist, optimal ausgenutzt. Aber hat jetzt auf jeden Fall gute Möglichkeiten, natürlich hier den Schaden rauszuholen. Deswegen sehr guter Fight. Pariert auch nicht allzu viel. Also hier auch nochmal die wichtige Information. Klar, kann man mit einem schönen Parry ein X bekommen, dadurch mehr Schaden machen. Aber am Ende lohnt es sich nicht wirklich. Da im Victory Screen, das heißt, wenn man am Ende dann die Punkte gezählt bekommt, so oft pariert, ihr Leben, so viel Supermeter, verliert man leider mehr Zeit durch das Zählen der Parries. Deswegen, wenn man halt wirklich nicht parieren muss, dann sollte man es unterlassen. Ja, eine 47. Also hier knapp 9 Sekunden, bisschen langsamer. Trotzdem, möchte nochmal betonen, wir sind hier bei Cuphead, all bets are off, alles ist möglich. Gerade Orange Products hat schon im ersten Level ein paar Probleme leider gehabt. Sind jetzt aber bei Honey Bottoms. Oh, Orange Products hier mit dem besten RNG, denn sie kann in der zweiten Phase eine von drei Attacken starten. Wenn sie in die Mitte kommt und halt die Ketten da unten, ist es möglich, den kompletten restlichen Fight zu skippen, indem man keine dritte und vierte Phase hat. Oh, nimmt die Hitbox auf jeden Fall out of screen noch mit. Dadurch, dass er drei Leben hat, konnte er sich da die Treffer leisten und ist hier wirklich mit einer sehr, sehr schnellen Honey-Buttons unterwegs gewesen. Ah, nicht ganz die 30 Sekunden knapp, aber trotzdem mit einem schönen 31er-Score gut dabei. Sender auf der anderen Seite. Gucken wir, ob sie die Möglichkeit hat, Phasenglitch zu bekommen. Ah, nicht ganz. Hat aber gute Glück gehabt mit den Lovers, um da natürlich den bisschen extra Schaden zu. Wo ich vielleicht noch nicht ganz so eingegangen ist. Oh, da komme ich vielleicht gleich noch drauf, denn bei Orange Ponics wird es jetzt sehr, sehr schnell. Wir sehen Dr. Cult's Robot. Dr. Cult's Robot ist wahrscheinlich einer der unterhaltsamsten Witches, die es hier gibt. Man kann den kompletten Fight starten, skippen, indem man gleich unglaublich viel Schaden beim Herz. Ihr müsst euch vorstellen, dass am Anfang ist es so programmiert, dass die ganz kleinen Teile kein Leben vom Hauptboss nehmen. Und wunderbar. Er hat so viel Schaden am Herzen gemacht, dass er einfach seinen Lebensbalken von 0 auf 100 sofort gedroppt hat und damit den Rest jedenfalls getrippt hat. Also ihr müsst euch vorstellen, normalerweise haben kleinere Teile oder so der Boss immer, wenn man Schaden macht, zieht es vom Hauptbalken. Bei Dr. Cult's Robot ist aber das Interessante, dass jedes dieser ersten drei Teile, also Satellit, die zwei Luken, eigenes Leben haben. Wenn dann das Herz kommt, er hat es auch nochmal sein eigenes Leben und alles im 100er. Wenn man aber jetzt so viel Schaden macht, dass man diese 100 AB auf Minus auf einen bestimmten Wert holt, tötet es den restlichen Boss und man muss den eigentlichen Doktor nicht mehr besiegen. Deswegen sehr gut hier mit der 5. Sandy Stage Plays ist einer der nächsten Bosse jetzt in der Welt, die relativ gerade gemacht werden. Weapon Switch ist hier der einzige große, der benutzt wird. Wir sehen hier vielleicht, dass er noch auf der linken Seite nach oben springt. Das liegt daran, weil hier noch eine Hitbox versteckt ist, die man mit nutzen kann. Und ansonsten, sag ich mal, geht es dann auch weiter. Oh, sehr, sehr schnelle zweite Phase. Hatte nur die Möglichkeit gehabt, einmal hin und her zu springen. Also hier die optimale Zeit mitgenommen. Stellt sich hier unter Sally sehr schön noch hin. Und natürlich schneller Fight. Wow, das könnte sogar. Weiß ich. Also 41, 42 würde ich schätzen. Jetzt Sonja auf der anderen Seite. Hat es da ein bisschen schwieriger. Oh, kommt sie in die vierte Phase? Ah, leider. Das kostet natürlich hier sehr viel Zeit. Sollte jetzt nicht zu viele Treffer riskieren. Ach, aber nimmt den Kampf damit. Sehr gut. Bin mir auf jeden Fall an der Stelle gespannt, ob Red Sonja auch hier die Möglichkeiten hat, den Dr. Karls Glitch durchzuziehen. Weil gerade für Einsteiger, die noch nicht allzu lange sind, ein bisschen schwierig sein könnte. Wenn ihr auf jeden Fall da selber mal Interesse habt, wissen, wie genau das Setup ist, da gibt es auf der Speedrun.com-Seite wirklich sehr, sehr viele Tutorials. Also wenn ihr hier Lust habt, mal selber mal eine Kategorie starten und Run probieren,
Wir haben wirklich von 2C Plus und allen und vielen anderen aus der Community schöne Guides, die genau erklären, was man bei jedem Boss zu beachten. Also da braucht ihr echt keine Angst haben. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich würde da kurz bei Red Sonja bleiben, schauen, ob sie da die Möglichkeit hat, den Glitch durchzuziehen, weil es einfach wirklich ein sehr, sehr starker Save. Also wenn man den beim ersten Mal macht, kann man 1 Minute 20 knapp mitnehmen. Fühlt sich auf jeden Fall sicher, hat aber leider jetzt schon ein paar P-Shots draufgesetzt. Versucht es wahrscheinlich ohne die Bomben zu machen. Und der Orange Bonix hat einfach in der Zwischenzeit Werner Worman wirklich gut rausgehauen. Ah, leider nicht. Und da sehen wir es. Dadurch, dass nicht alle Magnete getroffen haben, retried sie und versucht das Ganze nochmal. Man hat, sag ich mal, wenn man ein optimales Setup hat, ungefähr kann man es 2-3 Mal versuchen. Wenn man es dann nicht geschafft hat, dann wäre es sogar schneller gewesen, hätte man den Boss. Jetzt könnt ihr, wenn ihr gerne wollt, Bless RNG einmal in den Chat holen, denn Captain Brainybeard, wahrscheinlich bei Orange Ponings gerade, einer der Bosse, die so RNG-abhängig sind. Er hat ab der 2. Phase ein kunterbuntes Setup an Attacken, die er benutzen kann. Und optimalerweise wollen wir gerne den großen Octopus haben. Und... oh, haben wir sogar! Perfektes RNG hier für Orange Ponings. Scheint wohl, dass der RNG-Gott hier unser Bless RNG gehört hat. Das Gute ist hierbei, dass man halt weiter ohne große Probleme Schaden auf den Boss rausholen kann. Und das fast die kürzeste Phase ist, womit man dann sofort, ja, wie ihr sehen könnt, zur letzten Phase kommt, greift ein bisschen das Zäpfchen an, mit guten Sprüngen und Äxten in der Luft kann man dabei den Feuerbällen ausweichen und wir sehen hier eine solide 32, also wirklich 5 Sekunden vom Vertical Code ab. Auf jeden Fall eine gute Zeit bei Brandy Bear, da ist wirklich alles möglich, also eine hohe 40 oder eine hohe 40, alles mit dabei. Red Sonja auf jeden Fall gerade sehr starke Probleme mit dem Setup bei Dr. Calls Robot. Da war leider schon, ich glaube, der 4. Versuch. Hoffen wir, dass sie auf jeden Fall jetzt die Möglichkeiten hat, da das durchzuziehen. Für Orange Pondings geht ansonsten jetzt zum letzten richtigen Airplane-Boss, würde ich mal sagen. Carla Maria. Auch ein relativ sehr interessanter Boss, wenn man sie mal vergleicht zwischen Legacy und Current Patch. Weil es auch hier viele Hitboxen gibt, die nicht richtig blamiert wurden, die man gerade in der 2. Phase hat. Auf jeden Fall spielt sie sehr, sehr riskant, nimmt 2 Treffer am Anfang, um da optimalen Schaden bei den Geistern rauszuholen. Denn die Superplane-Bombe, die fast... oh! Ah, ich sehe gerade ein Retry bei Carla Maria. Normalerweise nicht üblich. Jedoch, ich sag mal so, Carla Maria ist auch ein weiterer Boss mit einem Phasenglitch bekommen kann. Das heißt, wenn man in der 1. Phase so viel Schaden macht, dass man dann wieder die 2. Phase skippt, ist das Problem leider bei ihr, dass es zu einem Softlock kommt. Das heißt, sie spawnt erst gar nicht. Und wahrscheinlich hat er dann das Lachen gehört, was im Hintergrund ist. Ja, was ihr leider da, was ihm leider da ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hätte, den Bossfight zu beenden. Jetzt sehen wir Orange Poddings, stellt sich ganz nah ans Gesicht. Kam noch nicht mehr zur Attacke, aber trotzdem bleibt er da wirklich sehr vorne dran, weil die einfach die ganzen Attacken von Carla Maria nicht treffen. Er muss nur darauf achten, dass er nicht in die kleinen Stacheln von den Kegeln da kommt. Ja, solider Fight. Ein bisschen ärgerlich gewesen hier an der Stelle mit dem Softlock, aber nichtsdestotrotz konnte er seine Führung mal sehen. Vielleicht mit der 44 zum gut ausbauen. Mit Sonja endlich Dr. Karls Robot geschlagen. Nutzt auch hier die Hitbox, die außerhalb des Screens verbaut wurde. Und sehr schöne Transition auf Sonja. Springt leider nicht ganz über die Roundabouts, weil das Schöne an den Roundabout-Exit ist, dass, also klar, sie verschwinden, sobald sie berührt, sobald man den Ex selber berührt, aber man kann mit geschickten Sprüngen lange den Ex am Leben halten. Orange Pondings jetzt beim Phantom Express. Muss ich sagen, einer der schönsten Bosse, auf technische Weise, weil man hier sehr, sehr viele schöne Tricks machen kann, um den Boss wirklich schnell zu besiegen. Also, es geht darum, dass man den Projektil natürlich schon ausweicht, weiter die ganze Ex trifft. Oh, benutzt auch hier den Lobber sehr gut. Vielleicht mit der Rauchwolke noch doppelt Schaden rauszukriegen. Ist immer schwer zu sagen, weil einfach die Pixel, die dafür nötig sind, sehr, sehr knapp bemessen sind. In der 2. Phase versuchen wir auf jeden Fall den Skelettkopf sehr schön innerhalb einer Phase auch zu einer Attacke zu kriegen.
benutzt die Ziegelsteine, die pinken, um dann seine Axt aufzubauen. Macht jetzt hier ein kleines Setup, um schnellstmöglich die zwei Köpfe zu besiegen. Ah, ist ärgerlicherweise jetzt auf die linke Seite rübergegangen. Wahrscheinlich, weil er gehofft hatte, dass der rechte Kopf auch angreift. Deswegen hier an der Stelle ein bisschen Zeit verloren. Und zum Schluss wollen wir jetzt noch schnell die Luke kaputt machen. Schießt sie nach links unten ein paar Schüsse aufzusammeln, die dann, sobald die Luke geöffnet wird, gleich das Herz treffen. Ah, jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Die Flammen, die rauskommen. Ach, können manchmal echt Clown-Fiesta werden. Aber trotzdem, sehr gute Zeit. Ich nehme an, vielleicht hat er noch die Minute geschlagen. Vielleicht sogar 1-2. 1-1, okay. Dadurch, dass er in der dritten Phase gegen die zwei Köpfe ein bisschen länger gebraucht hat, war es ein bisschen ärgerlich. Sondern ja auf der anderen Seite, vielleicht auf der Überholjagd über Werner Walmart vorbei. Problem natürlich, dadurch, dass Orange Pudding so einen richtig guten Brainy Beard hatte, wird es für sie umso schwieriger, da noch ein bisschen zurückzuholen. Aber das Interessante kommt natürlich jetzt. Orange Pudding betritt die Hölle. Die letzten zwei Konfrontationen, die er da eingehen muss. King Dice ist die Nummer 1. Und vielleicht auch wie Matchstick, King Dice so der zweite große Fluch gewesen in dem ersten Playthrough, aufgrund des Würfels. Weil man vielleicht Schwierigkeiten hatte, wirklich zu lesen. Man wollte, hatte mit dem Boss Probleme, aber natürlich kann man ungefähr, jetzt, also man kann als Speedrunner genau lesen, sage ich mal, wo man hin möchte. Und wir wollen die Bosse 2, 4 und 9. Man muss auf jeden Fall mindestens 3 Minibosse machen. Wir wollen die Chips am Anfang, weil man relativ schönes Setup hat, wie man hier sehen kann, um guten Schaden zu machen. Und er auch die Chips von den ersten 3 Bossen am wenigsten Leben hat. Wow, Orange Poddings ist sogar sehr, sehr mutig. Nimmt 3 Treffer, um natürlich hier den optimalen Schaden rauszuholen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das am Ende auszahlt. Konnte hat natürlich auch gesehen, dass er genau in den Leveln, also besser kann es mir gar nicht laufen, 4 und 9 noch ein extra Leben bekommt. Weswegen ja denn, laufe ich gleich dann ein, wenn wir es sehen, wo, die dritte Phase, die letzte Phase sehr, sehr schnell machen kann. Dominostein ist hier der nächste Boss. Eigentlich hauptsächlich an der Stelle, weil wir den Rest Bossfights mit 3er Würfeln schnell beenden können. Das heißt, wir landen dann auf der 4, auf dem sicheren Platz, auf der 9 und dann schlussendlich beim Boss. Ah, hat hier aber auch 2 Treffer kassiert. Deswegen ja auch die letzte Phase dann doch leider nicht, ja, schnell machen kann. Muss ja auf jeden Fall echt aufpassen. Ein Treffer, muss ja echt aufpassen, dass das dann nicht allzu schwierig macht. Und Sonja in der Zwischenzeit hat jetzt hier Brainy Beard verlassen. Leider habe ich jetzt hier nicht so die Möglichkeiten, beide Kämpfe immer gleich zu folgen. Aber Orange Ponyx ist gerade in der Führung, deswegen ich an der Stelle bleiben möchte. Der Memories Boss, der Monkey, auch sehr, sehr interessant, interessanter Glitch, den man hier an der Stelle machen kann. Hat sogar den Fast Monkey. Versucht jetzt 2 Karten schnell zu parieren, war aber, glaube ich, ein bisschen früh. Nein, schafft es. Und hat damit den Monkey außerhalb des... Wie der Trick genau funktioniert, müsst ihr euch so vorstellen, dass auf dem Bildschirm, den man sieht, links und rechts so 2 Grenzen. Und durch das Parieren der 2 Karten, die falsch sind, kann man den Boss für einen kurzen Moment stehen lassen. Wenn man jetzt über die Mitte der Karten geht, also des Screens, verändert sich ein bisschen die Kameraperspektive, weswegen der Boss außerhalb dieser Grenzen ist und einfach aus dem Level verschwindet. Und das Spiel scheint dann so programmiert zu sein, dass wenn er nicht da ist, er noch tot ist. Deswegen sehr schön an der Stelle. Er hat sogar sehr schnell bekommen und wir sehen eine 1,32 beim King Dice. Also selbst Orange Puddings lässt sich hier mit 1 HP ganz zum Schluss nicht aufhalten. Spielt das solide runter. Mit Sonja auf der anderen Seite, hier mit Carla Maria, hat es auch geschafft an der Stelle nicht den Block zu erreichen. Sehr schön. Und Orange Puddings betritt nun auf der linken Seite den letzten Kampf in unserem Run. Ist der Teufel, den er halt versuchen muss zu schlagen. Hier auch ein interessanterweise auch ein Boss, wo der Phasenglitch möglich ist. Hier aber auch wieder das Potenzial halt für einen Softlock. Also man möchte auf jeden Fall nicht so viel Schaden machen. Gerade wenn er als zweite Attacke jetzt hier in der ersten Phase die Spinnattacke macht. Das jetzt sieht aber sehr, sehr gut aus. Nimmt hier anscheinend den freiwillig, um den Schaden zu maximieren. Auch wunderschöner Einsatz hier von den Axes oder von den Super, um da maximal in der Luft zu bleiben. Weil die Lubas einfach nicht so eine Möglichkeit haben. Und es war wirklich eine sehr schöne erste Phase. Schießt die paar Roundabouts nach links, um die Hitbox die da draußen zu benutzen. Drückt hier einmal Start, um etwas früher schießen zu können. Hier die Start-Thread, sage ich mal. Nicht nur bei dem Vogelboss, hier,
Und mit dem Teufel hier wirklich sehr, sehr solide runter. Alter Schwede, GG, 26-26 ist für ihn auf jeden Fall eine Minute, wenn ich mich nicht irre, weg vom PB, fast sogar 2 Minuten. Aber an dieser Stelle reicht es für dieses Match gegen Red Sonja, da klar Red Sonja aufgrund der Game Time vielleicht die Möglichkeit hätte, noch aufzuholen, wenn die Loading Streams langsamer werden, aber wir sind hier schon fast ab 20 Minuten sage. Also Orange Poddings, sehr, sehr schönes Match. Ein grober Fehler muss man an der Stelle sagen, gleich zu Beginn mit Forest Follies, wo er da sich in den Rücken hat schießen lassen. Ein Softlock, der leider mal passieren kann, aber nichtsdestotrotz Orange Poddings auf jeden Fall mit einem sehr, sehr soliden Run. Hat Spaß gemacht an der Stelle, das zu sehen. Wir lassen aber natürlich Red Sonja hier nicht zum Schluss, nicht im Stich zum Schluss. Und gucken uns das Spektakel an. Hat auf jeden Fall einen sehr guten Fan-Workspace da gelegt. 1,14. Also, da auf jeden Fall, wenn ich mich nicht irre, so ein bisschen schneller gewesen wie Orange Pudding. Und mit einem A-Plus absolviert. Sehen wir mal erstmal an der Stelle, weil hier auch wieder King Dice wird. Es gibt noch eine sehr, sehr alte Strategie, in der man zum Beispiel auch versucht, noch die Zigarre zu machen, aber es ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne. Ich bin mal gespannt, welche Red Sonja gelernt hat, dadurch, dass ich leider ihre letzten Runs Training nicht allzu häufig gesehen habe. Hat an der Stelle leider auch schon mal ein bisschen Pech. Man sieht es halt über den 1, über den 2 oder 3, ob da ein Herz ist oder nicht. Ah, macht sogar. Es sah nicht aus, als wäre es mit Absicht, dass es aus Versehen gewesen wäre. Sie scheint sich wirklich für die alte Strategie zu entscheiden, indem sie auf die 3 geht. An der Stelle, wie gesagt, hat ein bisschen mehr HP und dadurch, dass man ganz so gut sich positionieren kann, gehen auch einige Schüsse daneben, weswegen man auf jeden Fall an der Stelle wahrscheinlich schon allein wegen der Zigarre, ich schätze mal so 5 bis 10 Sekunden hier verliert. Lässt sich aber an der Stelle nicht abhalten. Der Vorteil natürlich, den man jetzt aus dem Feld mitnimmt, dass man mit 5 Exit startet. Normalerweise benutzt man halt gerne schon mal dann 2-3 Exits, also Superattacken bei den Chips, aber jetzt hier die Möglichkeiten. Oh! Interessante Kombination. Wahrscheinlich wird sie dann auf den. Vielleicht wird sie dann nicht den Monkey Glitch machen, sondern geht es sicher und geht auf den MAD8. Hase ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr schwieriger Boss an der Stelle, weil normalerweise immer mal so kleine Treffer kassiert werden können. Und man auch hier, wie bei der Zigarette, nicht eine optimale Position hat, um alle Schüsse zu treffen. Nützt aber wenigstens auf jeden Fall das gute Potenzial von den Ex. Also wenn sie jetzt auf die nochmal eine 3 würfelt und auf die 2, auf die 7 geht, mich sehr stark wundern, weil die 7 ist ein Flugboss, der sehr, okay. Also sie nutzt wirklich die alte Strategie. Die natürlich ein bisschen sicher ist. Und auch die 8, okay. Also will dann nicht auf den Monkey Glitch gehen, sondern geht nochmal auf Nummer sicher. 8 ist so, sage ich mal, wirklich die sichere Variante an der Stelle. Weil man hier sich einfach unter den Boss stellen kann, viele Schüsse trifft, muss man immer mal den Leuchtattacken und natürlich den der Kreide ausweichen. Aber hat auf jeden Fall da das Potenzial, nicht allzu viel Zeit zu verlieren im Vergleich zum Monkey Glitch, weil ich glaube, jeder verpasste Versuch, sage ich mal, das Pasch, weil Memory zu kriegen und den Affen rauszuholen, kostet um die 10 Sekunden. Und da lohnt sich auf jeden Fall die 8, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist. Sondern auf jeden Fall an der letzten Stelle auch leider nicht das Potenzial, den King Dice schnell zu machen mit 3 HP, hat nur 2. Ich bin wirklich ein bisschen auf Nummer sicher. Muss jetzt aufpassen, sich hier gut pariert, schießt auch nebenbei ein bisschen. Kann sich den King Dice auch unter den Nagel reißen. Sehr gut. Das Problem ist natürlich, also worauf ich vielleicht nicht eingehen wollte, es ist wichtig, wenn man wirklich schnell durch den Boss fighten möchte, dass man mit 3 HP am Ende ist, weil man jedes Mal, wenn man pariert, kann man für ein paar Sekunden, also Millisekunden, nicht angreifen. Wenn man aber 3 HP hat, dann kann man den kompletten Zyklus der Attacke mit den Karten einfach als Schaden nehmen, also man nimmt freiwillig Schaden, um
in der Zwischenzeit die ganze Zeit auf den Boss ballern. Gehen wir mal. Auch hier zum letzten Boss. Teufel. Und ist natürlich für die Untaten, die er uns in unserem Bruder angetan hat, rächen. Ärgerlicherweise kriegt sie hier die Spinnenattacke, die einfach sehr, sehr viel Zeit kostet. Kann ihn leider in der größten Zeit dieses Angriffs einfach nicht treffen. Und ich glaube, allein die Spinnattacke ist ein Verlust von ungefähr 8 Sekunden. Geht ja auch bei der Armattacke ein bisschen auf Nummer sicher. Normalerweise versucht man drüber zu springen oder mit einem Axe länger in der Luft zu bleiben. Entscheidet sich aber hier ducken. Ist leider an der Stelle zu früh. Wollte zu früh in das Loch springen, deswegen sie noch die Hitbox vom Skelett. Gucken wir mal, ob der zweite Versuch für sie ein bisschen besser läuft. Sie hat an der Stelle noch kein Leben verloren. Wahrscheinlich auch wieder ducken, jawohl. Für sie auf jeden Fall nochmal entscheidend und auch schön zu sehen, da den Run sicher nach Hause zu bringen. Finde ich auch immer sehr, sehr gut, wenn da wirklich die Runner das Rennen noch zu Ende bringen und sich nicht direkt, nur weil man halt vielleicht ein bisschen langsamer ist als der PB, sich dann noch schlecht machen. Später Start. Hat sich aber auf jeden Fall der Strategie bewusst. Stellt sich hier noch uns und das Auge, um ein bisschen Schaden auszuholen. Das Problem ist natürlich, je länger Phasen immer gehen, desto mehr Potenzial ist vorhanden, auch getroffen werden. Wir haben gerade gesehen, bei Orange Ponyx ist halt wirklich die zweite und dritte Phase sofort vorbei gewesen, weswegen gerade die violetten Kerle noch nicht mal spawnen konnten. Und hat hier leider ein bisschen Pech gehabt in der Angriffskombination. Von rechts kam der braune Schädel, von oben noch der Chip. Da wollte sie ausweichen, aber der Chip hat da leider ein bisschen den Strich durchgerechnet. Alle guten Dinge sind drei, komm. Hier schon mal die Spinnattacke, was sie Zeit kostet. Finde ich aber gut, dass sie da die Zwischenzeit nutzt, wo sie ihn nicht angreifen kann. Also im Kopf direkt, dass sie halt links die Hitbox benutzt. Jawohl. Leider den Axe ein bisschen verfehlt. Weil er sich schon verwandelt hat. Hier auf jeden Fall eine optimale Position ist es sehr, sehr nah, sag ich mal, an die Ecken des zweiten und vierten Stein zu stellen. Weil er wirklich durchgängig die Boss trifft. Macht es jetzt aber auch sehr gut, gerade die Roundabouts helfen dann immer beim Zurückgehen. Schön ausgewichen hier. Ich habe jetzt nur noch mal eine Flairmaus, sollte aber kein Problem sein. Letzte Phase. Chip spawnt sogar auf der rechten Seite. Wunderbar und GG auch für Red Sonja. Leider von beiden Spielern hier kein PB gesehen, aber nichtsdestotrotz trotzdem sehr, sehr schöne Runs, die wir gesehen haben. Ich gehe mal eben auf den Chat ein. Entschuldige, dass ich das jetzt sehe. Wunderschönen Tag auf jeden Fall, Butzai-Bier. Bei Cuphead wird in dem zweiten Turnier, der Ingame-Timer benutzt, weil es einfach sehr, sehr starke Schwierigkeiten gibt bei den Ladezeiten. Es macht wirklich einen unglaublich großen Unterschied aus, ob man eine HDD, eine SSD benutzt, wie schnell der Prozessor ist. Da gibt es halt teilweise wirklich. Also, ich glaube, das beste Beispiel war, wenn ich das so sagen kann, das Rennen zwischen mir und Mexican Runner damals, wo er, glaube ich, bei einer Ingame-Time von 1 Minute 20, 30 gewonnen hat, aber weil ich einfach den schnellen PC hatte und damals die Regel war Realtime, bei 4 Sekunden Realtime gewonnen habe. War schon echt gemein. Aber deswegen haben wir uns hier entschieden, weil auch eigentlich jeder Runner, den wir haben, den PC benutzt. Hier ist natürlich auch auf der Xbox vorhanden. Aber hier die Game Time. Finde ich aber auch ein bisschen besser. Ist natürlich ein bisschen schwieriger zu verfolgen. Gerade weil man, wenn man zwei Runner hat, die sehr, sehr unterschiedliche Ladezeiten hat, weiß man erst bis zum Schluss wirklich, wer gewonnen hat. Was es aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen spannend machen könnte. Ich denke mal, für ein Interview werde ich die beiden nicht. Gerade auf Deutsch wird es wahrscheinlich für die beiden schwierig. Weswegen ich dann an der Stelle, wenn keine weiteren Fragen sind, auch hier den verlassen würde. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn alles so klappt, würde ich gerne nochmal für euch am Montag
ein weiteres Race kommentieren. Und zwar gegen Jason und APOC, wenn ich mich gerade irre. Genau. Montag 8 Uhr in unserer Zeit. Da vielleicht nochmal Jason gerade Zweiter in der Weltrangliste mit einer Sekunde entfernt leider vom Weltrekord. APOC Zeit, da bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste aber auch im Bereich der unter 25 Minuten Marke sein. Also da haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Match, was wir dann sehen können. Und da freue ich mich ebenso, weil die beiden noch in meiner Gruppe sind. Also da muss ich auch für APOC hoffen, um mir dann nochmal die Garantien zu geben. Aber nichtsdestotrotz, danke auf jeden Fall an die beiden Runner, Orange Paddings und Ulzana, für das schöne Match. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich bin raus für heute und euch dann noch einen schönen Start ins Wochenende. Ciao!